Vortrag von Rudolf Steiner gehalten in Stuttgart am 31. August 1919. Die Waldorfschule und ihr Geist. Vor acht Tagen versuchte ich, die Gesichtspunkte auseinanderzulegen, von denen aus die Waldorfschule errichtet wird. Ich habe schon darauf aufmerksam gemacht, dass natürlich diese Begründung nicht etwas ins Blaue hinein sein kann, sondern dass sie wird rechnen müssen mit dem, was nun einmal Schulerziehungen der Gegenwart sind, und dass nur hineingestellt wird werden können Dasehnige in die Schulentwicklung der Gegenwart, was unseren Zielen, unseren Erkenntnissen entspricht. Ich habe auf Schwierigkeiten hingewiesen, welchen eine wirkliche Erziehungskunst in unserer Gegenwart begegnet. Und ich will heute... Ich kann das natürlich nur in einigen allgemeinen Umrissen auf einiges hinweisen, aus dem Sie werden ersehen können, wie der Geist sein muss, aus dem sich gegenwärtig eine Erziehungskunst entwickeln kann. Es ist ja durchaus so, dass aus den mannigfaltigsten Untergründen heraus in weitesten Kreisen eine dunkle oder auch mehr oder weniger helle Ahnung davon besteht, es muss etwas anderes werden in unserem Erziehungswesen. Und es hängt eigentlich die wirkliche richtige Gestaltung der sozialen Menschenzukunft an der Ausgestaltung einer wahren Erziehungskunst, einer Erziehungskunst, die wirklich den Kulturaufgaben unserer Gegenwart und der nächsten Zukunft gewachsen ist. Nun handelt es sich dabei vor allen Dingen darum, dass man zur Erziehung und zum Unterricht insbesondere für das kindliche Alter die entsprechende Lehrerschaft hat. Dasjenige, was die Lehrerschaft den Kindern entgegenbringt, die Impulse, aus denen heraus die Lehrerschaft ihre Kunst ausübt, das ist etwas von dem Aller, Allerwesentlichsten. Und gerade wenn man diese Gesichtspunkte ins Auge fasst, wird man finden, dass da vieles in der Gegenwart ist, was einem richtigen Einnehmen dieses Gesichtspunktes widerstrebt. Es ist ja nun natürlich, dass der Lehrer, der Erzieher zunächst durchgeht durch diejenigen Bildungsanstalten, die herausentwickelt sind aus dem mehr oder weniger wissenschaftlichen Bewusstsein der Gegenwart. Aber dieses wissenschaftliche Bewusstsein der Gegenwart ist so, dass es keinen Gesichtspunkt angibt, den werdenden Menschen wirklich zu erkennen. Und gerade in diesen Punkte hat eingesetzt das Erste, was wir notwendigerweise tun mussten für die Begründung der Waldorfschule. Ich habe ja schon im letzten Vortrag hier gesagt, dass die Lehrerschaft der Waldorfschule bereits vereinigt ist und dass eine pädagogisch-didaktische Vorbereitung getrieben wird mit dieser künftigen Lehrerschaft der Waldorfschule. Es handelt sich dabei darum, dass vor allen Dingen die Lehrer dazu kommen, die richtigen Gesichtspunkte zu finden. Erstens für das Erkennen der werdenden Menschennatur, wie sich diese in der Kindheit offenbart. Zweitens, dass sie dazu kommen, aus der Einsicht in diese werdende Menschennatur die Erziehungskunst auszuüben. Notwendig ist es in der Gegenwart, eine ganz neue, für die Außenwelt neu Menschenkunde und Menschenerkenntnis namentlich erst herauszuarbeiten. Unsere wissenschaftliche Gesinnung ist stolz auf ihre Erfahrungs- und Beobachtungsmethode. Und diese Erfahrungs- und Beobachtungsmethode hat ja auf naturwissenschaftlichem Felde zu großen Triumphen geführt. Allein im Grunde genommen haben in der Gegenwart recht viele, die gerade dem Erziehungswesen nahestehen, schon herausgefühlt, dass aus dieser Erziehungs- und Beobachtungsmethode Gesichtspunkte für das Erziehen nicht zu finden sind. Solche von einer gewissen Seite her einsichtige Menschen haben sich gefragt, was machen wir in den aufeinanderfolgenden Lebensepochen des Kindes, um die Entwicklungskräfte, die in diesen aufeinanderfolgenden Lebensepochen des Kindes herauskommen, richtig zu benutzen? Man braucht nur auf Einzelnes hinzuweisen, dann wird man finden, dass solche Sehnsucht, das Kind eigentlich seiner Entwicklung nach wirklich kennenzulernen, bei Pädagogen schon da ist, dass sich aber diese Pädagogen aus der gegenwärtigen wissenschaftlichen Gesinnung heraus solchen Fragen gegenüber gewissermaßen nicht zu helfen müssen. Da brauche ich nur darauf hinzuweisen, dass zum Beispiel schon im Jahre 1887 der Pädagoge Salwirk auf das Folgende aufmerksam gemacht hat. Er sagte sich. Die Naturwissenschaft hat zum Beispiel herausgefunden, dass in der Entwicklung der Organismen ein gewisses Gesetz herrscht, das der jüngst verstorbene Ernst Haeckel bezeichnete als das biogenetische Grundgesetz. Nach diesem biogenetischen Grundgesetz entwickelt sich während des Embryonallebens der einzelne Mensch so, dass er die Stammesentwicklung der Tierei verfolgt. Während der embryonalen Entwicklung ist der Mensch in den ersten Wochen einem niederen Tier ähnlich und steigt dann hinauf, bis er sich zum Menschen entwickelt. Die individuelle Entwicklung ist eine kurze Wiederholung einer langen Entwicklung in der Welt draußen. Nun haben sich die Pädagogen gefragt, kann so etwas Ähnliches auch gelten für die Entwicklung des einzelnen Kindes in Bezug auf das Geistig-Seelische? Und kann die Erziehungswissenschaft irgendeine Stütze finden in einem Gesetz, das nachgebildet wird diesem biogenetischen Grundgesetz? Sie sehen, es ist das Bemühen, nicht einfach darauf loszuerziehen, sondern einen Gesichtspunkt zu finden gegenüber der Entwicklung des werdenden Menschen schon da. Da war es naheliegend, zum Beispiel zu sagen, nun, die ganze Menschheit hat durchgemacht die Zeit der Urkultur dann sind solche Kulturen darauf gefolgt, wie wir sie überliefert haben, geschichtlich in den alten orientalischen Kulturen. Dann folgte darauf das Griechentum, das Römertum, dann die Entwicklung des Mittelalters und so weiter, bis in die neue Zeit hinauf. Können wir für den einzelnen individuellen Menschen als Kind sagen, dass er wiederholt hat in der Kindheit die menschliche Urkultur, dann weitere Stufen der menschlichen Entwicklung? Und können wir, indem wir die Geschichte in ihren Gesetzmäßigkeiten verfolgen, daraus etwas gewinnen für die Entwicklung des einzelnen Kindes? stahlburg hat schon 1887 in seinem Buch Gesinnungsunterricht und Kulturgeschichte in entschiedener Weise bestritten, dass man aus solchen Untergründen heraus irgendwelche Anhaltspunkte für die Erziehungskunst gewinnen könne. Ja, schon früher hat der aus der Herbatschen Anschauung hervorgegangene Pädagoge Theodor Vogt darauf hingewiesen, dass man in der Gegenwart ohnmächtig ist, sich pädagogisch solche Fragen zu beantworten. Er sagte schon 1884, gäbe es eine vergleichende Geschichtswissenschaft, wie es eine vergleichende Sprachwissenschaft gibt, so könnte man vielleicht aus einer solchen vergleichenden geschichtswissenschaft heraus für die erziehung des kindes ebensolche anhaltspunkte finden wie man aus der vergleichenden stammesgeschichte des tierreiches anhaltspunkte für das eben gekennzeichnete biogenetische grundgesetz gefunden hat aber er gestand sich so etwas wie eine geschichtswissenschaft aus der solche gesetze gewonnen werden können gibt es eben nicht und der Jenenser Pädagoge Rhein sprach ihm das 1887 nach, und so liegen die Dinge in der äußeren Pädagogik und äußeren Erziehungskunst noch heute. Sie können mit Recht gegenüber solchen Bestrebungen und in der Diskussion über solche Bestrebungen sagen. Ja, sollte man sich nicht lieber auf den Standpunkt der gesunden Menschenempfindung als Erzieher stellen, statt sich von einer abstrakten Wissenschaft her diktieren lassen müssen, was für die Entwicklung des werdenden Kindes nötig ist? Und Sie haben recht mit einem solchen Einwand, denn dieser Einwand ergibt sich auch, wenn man die Sache etwas tiefer und gründlicher betrachtet. Er ergibt sich deshalb, weil in der Tat, wenn man nichts hat als diejenige Wissenschaft, die auf den Methoden des gegenwärtigen Naturerkennens aufgebaut ist, man aus den Abstraktionen, die man dadurch gewinnt, nichts für die Entwicklung des Menschengeistes und der Menschenseele gewinnen kann. Man strebt vergeblich, wenn man nach so etwas strebt. Aber man kann auch nicht aus dem bloßen unentwickelten Menschenverstand und Menschenempfinden heraus wirklich ein Erziehungskünstler werden. Man braucht etwas, was einem Gesichtspunkte gibt. Und gerade hier zeigt sich die Notwendigkeit, eine neue Menschenkunde aufzubauen als Grundlage für eine wirkliche Erziehungskunst der Zukunft. Die landläufige Wissenschaft hat gar nicht die Untergründe für eine solche Menschenkunde. Sie müssen gewonnen werden durch die Erkenntnis des Menschengeistes und auch des Werden des Menschengeistes innerhalb der Menschheitsgeschichte. Man muss viel weitere Gesichtspunkte haben, als die gegenwärtig auf Naturwissenschaft hin orientierte Wissenschaft hat. Wenn wir das werdende Kind beobachten, so finden wir zunächst, ich habe schon öfter darauf aufmerksam gemacht, dass ein längerer Entwicklungszeitraum liegt zwischen der Geburt und dem Zahnwechsel gegen das siebente Jahr. Wenn man das, was in der Seele des Kindes sich betätigt in dieser Zeit, vergleicht mit all dem, was sich vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife entfaltet, so ergibt dies einen großen Unterschied. Dieser Unterschied besteht darin, dass das Kind in den ersten Lebensjahren bis zum Zahnwechsel hin daraufhin orientiert ist, nachzumachen Daseinige, was es in der Umgebung sieht und hört und wahrnimmt. Das Kind ist ein Nachahmer in dieser Zeit. Vom 7. bis zum 15. Jahre, vom Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife ist das Kind hingeordnet darauf, dass auf es die Autorität seiner Umgebung wirkt. Es ahmt dann in der Hauptsache nicht mehr bloß nach, sondern will hören von Erwachsenen, was richtig, was gut ist. Es will glauben können an die Einsicht der Erwachsenen. Instinktiv will es Autorität. Und es kann sich nur entfalten, wenn es diesen Glauben entwickeln kann. Sieht man dann aber weiter zu, dann ergeben sich wiederum Einschnitte auch in diesen großen Lebensabschnitten. Wir sehen zum Beispiel einen deutlichen Einschnitt innerhalb der Zeit von der Geburt bis zum Zahnwechsel so um das dritte Lebensjahr herum, wo das Kind in das Entwicklungsstadium eintritt, in dem es zum ersten Mal ein deutliches Ich-Gefühl entwickelt. Derjenige Zeitabschnitt liegt da, bis zu dem man sich im späteren Leben zurückerinnert, während das frühere Erleben in den Schlaf der Kindheit hinein verschwindet. Und manches andere tritt um diese Lebenszeit in der Entwicklung des Kindes auf, so daß man sagen kann, Trotzdem das Kind im Wesentlichen ein Nachahmer ist in den ersten sieben Lebensjahren, liegt um die Mitte dieser ersten sieben Lebensjahre herum ein wichtiger Abschnitt, der in der ersten Erziehung berücksichtigt werden muss. Dann aber liegen wiederum zwei wichtige Abschnitte in der Zeit von dem Zahnwechsel bis zur Geschlechtsreife, also gerade in dem Zeitalter des Kindeslebens, in dem die Volksschulerziehung sich abwickeln soll. Wenn das Kind sich den neunten Jahre nähert ungefähr, wird derjenige, der die Entwicklung beobachten kann, einen großen Umschwung in dieser Entwicklung des Kindes beobachten können. Dasjenige, was im Menschenleben auftritt, ist ja nach der einen Seite hin deutlich da. Es geht wiederum das eine in das andere über. Das Kind ist in den ersten sieben Lebensjahren ein Nachahmer, aber schon wenn es nach dem Zahnwechsel hinneigt zum Autoritätsgefühl bleibt ihm noch etwas von der Sehnsucht nachzuahmen aus den früheren Jahren da, so daß sich vermischt bis zur neunten Jahre hin im Kinde fortwährend der Drang, seine Umgebung nachzuahmen und schon die Autorität auf sich wirken zu lassen. Wenn man beobachtet, welche Kräfte da im kindlichen Lebensalter herauskommen aus dem Inneren der Menschennatur, dann findet man, wie gesagt, ich kann diese Dinge heute nur andeuten, durch eine weitere Erwägung und Beobachtung, dass in dieser Zeit bis zum neunten Jahre hin gerade die Kräfte, die da herauskommen, verwendet werden müssen, um das dem Kinde beizubringen, was sich etwa als die ersten Anfangsgründe des Lesens und Schreibens ergibt. Und man soll diese Anfangsgründe im Lese- und Schreibeunterricht so benutzen, dass gerade dasjenige, was, ich möchte sagen, ein Zusammenklang von Nachahmungstrieb und Autoritätstrieb ist, in Anspruch genommen werde. Wenn man selbst Erziehungskünstler ist und arbeiten kann auf der einen Seite mit dem Lehrstoff, auf der anderen Seite aber mit dem geboren werdenden Autoritätstrieb, mit dem im Herablähmen begriffenen Nachahmungstrieb, wenn man mit alledem so arbeitet, dass es zusammenklingt, dann arbeitet man etwas heraus in Kinder, was bleibende Kräfte sind für die ganze Lebenszeit des Menschen bis zum Tode hin. Man arbeitet etwas heraus, was man später nicht mehr nachholen kann, weil jedes Lebensalter seine eigenen Kräfte entwickelt. Gewiss, Sie können sagen, mancher hat instinktiv sich nach solchen Gesetzen gerichtet. Das ist auch wahr. Aber es genügt nicht in der Zukunft. In der Zukunft werden solche Dinge zum Bewusstsein erhoben werden müssen. Und gegen das neunte Jahr oder um das neunte Jahr herum beginnt alles Daseinige am Kinde sich zu entwickeln, was es geeignet macht, aus dem Menschen mehr herauszugehen und von dem Menschen aus die Natur zu erfassen. Vor diesem Zeitpunkt ist das Kind nicht sehr geeignet, die Natur als solche zu erfassen. Man möchte sagen, das Kind ist sehr geeignet, bis zum neunten Jahre hin die Welt moralisierend zu betrachten. Der Erzieher, der Lehrer muss diesem moralisierenden Drange des Kindes entgegenkommen, ohne pedantisch zu werden. Gewiss war auch da schon etwas instinktiv nach dieser Richtung hin vorhanden. Aber wenn man die didaktisch-methodischen Anleitungen, die in der Gegenwart gegeben werden, durchnimmt, in denen so hingearbeitet werden soll nach einem Anlehnen mit allem Unterrichtsstoff an das menschliche Selbst, dann könnte man zur Verzweiflung getrieben werden. Ein gewisser richtiger Instinkt ist da, aber die Anleitungen, die gegeben werden für dieses Lebensalter, sind fast durchweg von einer Philustrosität, von einer Banalität durchzogen, die dem werdenden Menschen furchtbar schadet. Man tut in diesem Lebensalter nämlich gut, wenn man, sagen wir, Tiere oder auch Pflanzen nur so betrachtet, dass ein gewisses Moralisierendes durchscheint durch die Betrachtung. Wenn man zum Beispiel Fabeln dem Kinde so beibringt, dass es durch die Fabel die Tierwelt erkennen lernt. Aber man soll nur ja sich hüten, in der Besprechung im sogenannten Anschauungsunterricht solch banales Zeug an die Kinder heranzubringen, wie es sehr häufig herangebracht wird. Vor allen Dingen aber soll man sich hüten davor, eine Fabel dem Kinde so zu erzählen, dass man sie zuerst erzählt und nachher alle möglichen Erklärungen an diese Fabel anfügt. Alles, was sie durch das Erzählen dieser Fabel erreichen wollen, das zerstören sie durch die nachherige Interpretation. Das Kind will das, was in der Fabel drinnen ist, wirklich fühlend aufnehmen. Und es ist in seinem Innersten, ohne dass es sich Rechenschaft davon gibt, entsetzlich berührt, wenn es nachher die oftmals recht banalen Erklärungen hinnehmen muss. Was wird daher derjenige tun, der nicht gleich eingehen will auf die eigentlichen Feinheiten der Erzählungskunst gegenüber einer solchen Erkenntnis? Er wird sagen, also lasse man die Erklärungen hinterher weg und erzähle dem Kind bloß die Fabel. Nun schön dann versteht es aber die fabel nicht und dann wird es erst recht an der fabel keine freude haben wenn es sie nicht versteht wenn man zu jemand chinesisch sprechen will muss man ihm ja auch zuerst chinesisch beibringen sonst wird er doch nicht das richtige verhältnis zu dem gewinnen können was man ihm auf chinesisch mitteilt also damit ist es auch nicht getan dass man sagt also lasse man die erklärungen hinterher weg man muss versuchen, das, was hinterher durch eine Erklärung sehr häufig versucht wird, zuerst zu geben. Haben Sie die Absicht, dem Kind eine Fabel, solch ein Lesestück wie, sagen wir, der Wolf und das Lamm beizubringen? Wir könnten das auch anwenden auf das Pflanzenleben? Dann sprechen Sie zuerst dem Kinde über den Wolf, seine Eigenheiten, über das Lamm, möglichst in Anlehnung an den Menschen. Suchen Sie alles zusammen, wovon Sie das Gefühl haben, dass das Kind Bilde, Empfindungen bekommt, die dann aufklingen, wenn Sie ihm die Fabel oder das Lesestück vorlesen. Wenn Sie das, was Sie nachher als Erklärung geben wollen, in einer anregenden Vorbesprechung machen, dann töten Sie nicht die Empfindungen, wie Sie es in einer Erklärung hinterher machen, sondern Sie beleben sie gerade. Wenn das Kind vorher gehört hat, das, was der Lehrer spricht über Wolf und Lamm, dann werden seine Empfindungen lebhafter, dann hat es mehr Freude an der Fabel. Alles, was zum Verständnis geschehen muss, soll vorher geschehen. Das Kind darf vorher die Fabel oder das Lesestück nicht hören. Wenn es sie hört, muss es auf die Höhe gebracht sein, in seiner Seele sie zu verstehen. Dann muss der Abschluss gemacht werden damit, dass man das Lesestück vorliest, die Fabel mitteilt, aber nun nichts mehr tut, als die Empfindungen, die erregt sind, im Kinde verlaufen zu lassen. Man muss das Kind die Empfindungen mit nach Hause nehmen lassen. So zu gestalten den Unterricht, dass man alles anlehnt, ich möchte sagen, an das Menschliche, ist notwendig bis zum neunten Jahr. Und wer einen Sinn hat zu beobachten, den Übergang, der stattfindet um das neunte Jahr herum, der wird wissen, dass erst dann die Empfänglichkeit für das Kind beginnt, hinauszugehen mehr in die Naturwelt, aber vom Menschen aus. Die Natur an sich, wenn man sie ihm beschreibt ohne Beziehung zum Menschen, begreift das Kind auch nach dem neunten Jahr noch nicht. Man täuscht sich nur, wenn man glaubt, dass es den Beschreibungen, wie sie so sehr häufig gegeben werden in den heutigen Anleitungen zum Anschauungsunterricht, schon ein Verständnis entgegenbringt. Man muss zwar aufnehmen nach dem neunten Jahr naturgeschichtlichen Unterricht, aber man muss ihn immer auf den Menschen beziehen. Man soll gerade im naturgeschichtlichen Unterricht nicht ausgehen von außermenschlichen Naturwesen, sondern immer vom Menschen selbst. Man soll immer den Menschen in den Mittelpunkt rücken. Nehmen wir an, wir wollen begreiflich machen dem Kinde nach dem neunten Jahr den Unterschied der niederen Tiere von den höheren Tieren und vom Menschen. Da gehe man vom Menschen aus. Man vergleiche die niederen Tiere mit dem, was am Menschen ist. Vergleiche die höheren Tiere mit dem, was am Menschen ist. Wenn man den Menschen beschrieben hat, seinen Formen nach, seinen Lebensverrichtungen nach, dann kann man das, was man am Menschen so gefunden hat, anwenden auf niedere und höhere Tiere. Das versteht das Kind. Da soll man nicht aus Banausentum oder Banalität heraus immer die Sorge haben, man rede über den Horizont des Kindes hinaus. Heute redet man manchmal über den Horizont der Erwachsenen hinaus, aber nicht über den Horizont des Kindes würde man hinausreden, wenn man zum Beispiel dem kinde, aber natürlich erstens mit innerer Begeisterung und zweitens mit einer wirklichen Auffassung der Sache beibrächte. Sieh die die niederen Tiere an, man versetze es in die Gelegenheit, sagen wir, einen Tintenfisch kennenzulernen. Dann gehe man, immer die entsprechenden Begriffe verwenden, dazu über zu zeigen, mit welchen Teilen des vollkommenen Menschen ist denn der Tintenfisch am meisten verwandt? Da kann das Kind dann schon verstehen, dass der Tintenfisch am meisten verwandt ist mit dem Kopf des Menschen. Es ist nämlich die Wirklichkeit so, dass die niederen Tiere zwar einfach gestaltet sind, aber dass die Gestaltung, die einfach sich bei den niederen Tieren findet, beim menschlichen Haupte wiederkehrt. Das menschliche Haupt ist nur komplizierter ausgestaltet als die niederen Tiere. Und das, was sich bei den höheren Tieren, zum Beispiel bei den Säugetieren, findet, das ist nur zu vergleichen mit dem, was sich im Rumpfleben des Menschen vorfindet. Die höheren Tiere müssen wir nicht mit dem Kopfleben des Menschen vergleichen, sondern mit dem Rumpfleben. Und gehen wir beim Menschen über zum Gliedmaßenleben, dann müssen wir sagen: Sieh dir einmal das Gliedmaßenleben des Menschen an. Das hat er, so wie er ausgestaltet ist, einzig und allein für sich. So wie der menschliche Arm und die Hände ausgestaltet sind, als Anhängsel des Leibes, in denen sich das geistig-seelische frei bewegt, so ist ein Gliedmaßenpaar in der ganzen Tierwelt nicht vorhanden. Wenn man beim Affen von vier Händen spricht, so ist das nur eine uneigentliche Ausdrucksweise denn die dienen schon von der natur aus zum halten, zum fortbewegen des leibes. aber beim menschen sehen wir in einer merkwürdigen art differenziert füße und hände, arme und beine. wodurch ist der mensch eigentlich mensch? nicht wahr, nicht durch seinen kopf, der ist nur eine vollkommenere ausgestaltung desjenigen, was schon bei den niederen tieren sich findet. Das, was beim niederen Tier sich findet, ist fortentwickelt am menschlichen Kopf. Aber worin der Mensch Mensch ist, worin er hervorragt über die Tierwelt, das ist sein Gliedmaßensystem. Das, was ich Ihnen jetzt hier gezeigt habe, das können Sie natürlich nicht in der Form an die Kinder heranbringen. Aber Sie übersetzen es so, dass das Kind nach und nach solche Dinge aus der Anschauung heraus empfinden lernt dann werden sie durch die Erziehung unendlich viel von dem hinweg schaffen, was aus ganz geheimnisvollen Untergründen heraus unsere gegenwärtige moralische Kultur verdirbt. Unsere gegenwärtige moralische Kultur wird vielfach dadurch verdorben, dass der Mensch auf sein Haupt so unendlich stolz und hochmütig ist, während er stolz und hochmütig sein könnte, aber er würde es nicht sein, wenn es weiter ausgebildet wird, was da zugrunde gelegt werden kann, Gerade auf sein Gliedmaßensystem, das zur Arbeit dient, das zum Hineinstellen in die Welt der sozialen Ordnung dient. Der naturwissenschaftliche Unterricht in Bezug auf die Tierwelt kann in unbewusster Weise hinein infiltrieren in die Menschennatur ein richtiges Gefühl des Menschen von sich selbst und von der sozialen Ordnung. Das wird Ihnen zeigen, dass die pädagogischen Fragen allerdings viel tiefere Untergründe haben, als man heute gewöhnlich glaubt dass sie zusammenhängen mit großen, umfassenden Kulturfragen. Das wirft doch ein Licht auf den naturwissenschaftlichen Unterricht, wie er sich zu gestalten hat nach dem 9. Jahrhundert. Alles lässt sich in Beziehung auf den Menschen behandeln, aber so, dass jetzt neben dem Menschen überall die Natur auftritt und der Mensch wie eine große Zusammenfassung der Natur erscheint. Das würde viel dem Kind geben, wenn man bis gegen das zwölfte Jahr hin diese Gesichtspunkte festhalten würde. Denn um das zwölfte Jahr herum liegt wiederum ein wichtiger Einschnitt in der Entwicklung des Kindes. Da spielt schon herein im zwölften, dreizehnten, vierzehnten Jahr, es ist bei den einzelnen Kindern verschieden, dasjenige, was dann nach der Geschlechtsreife zum Ausdruck kommt, die Urteilsfähigkeit, das Urteilen. Aber das Urteilen spielt noch durchaus so herein, dass es noch immer zusammenwirken muss mit dem, was nur aus Autoritätsdrang herauskommt. Autoritätsdrang und Urteilskraft müssen im Zusammenklingen behandelt werden vom Erziehungskünstler in diesem Lebensalter des Menschen. Und daraufhin muss der Lehrstoff behandelt werden da beginnt dann die zeit wo wir anfangen dürfen solche naturgeschichtlichen und namentlich physikalischen tatsachen an den menschen heranzubringen die sich vollständig absondern vom menschen strahlenberechnungen und dergleichen da beginnt aber auch das verständnis jetzt umgekehrt die natur wiederum anzuwenden auf den menschen bis zum zwölften Jahr will das Kind durch seinen inneren Drang vom Menschen aus die Natur begreifen, nicht mehr moralisierend, aber so, wie ich es ihnen eben auseinandergesetzt habe. Nach dem zwölften Jahr ist das Kind bereits geneigt, Abgesondertes vom Menschen zu betrachten, aber es wieder zurückzuführen zum Menschen. Und sie entwickeln etwas, was dem Kinde nicht wieder verloren geht, wenn sie, sagen wir, die Strahlenbrechung durch die Linse dem Kinde klar machen und von da aus die Anwendung auf den Menschen machen, die Strahlenbrechung im Auge, die ganze innere Einrichtung des Auges. Das können sie in diesem Lebensalter dem Kinde beibringen. Sie sehen, aus der Menschenerkenntnis der Lebensalter heraus entwickelt sich der wahre Lehrplan. Das Kind selbst sagt uns, wenn wir es wirklich beobachten können, was es in einem Lebensalter lernen will. Das sind aber Gesichtspunkte, die sich aus der heutigen Naturwissenschaft nicht ergeben. Sie kommen einfach, wenn Sie die natürlichen Tatsachen nehmen, nicht an diese Gesichtspunkte heran, die Ihnen die unermessliche Wichtigkeit jenes Lebensrubikon, der um das neunte Jahr herum liegt, und des anderen Lebensrubikon, der um das zwölfte Jahr herum liegt, zeigen. Diese Dinge müssen hervorgeholt werden aus der ganzen Menschennatur. Und diese ganze Menschennatur umfasst Leib, Seele und Geist. Während die Naturwissenschaft der Gegenwart, wenn sie auch glaubt, etwas über Seele und Geist aussagen zu können, tatsächlich nur auf das Leibliche sich beschränkt, solche Dinge, wie sie heute oftmals gesprochen werden, ob man mehr auf das Formale, auf das Moralische in der Erziehung sehen soll, ob man mehr darauf sehen soll, dass der Mensch entwickelt wird nach seinen Verlangungen oder mehr darauf, dass ihm solcher Wissensstoff beigebracht werde, wie er für den späteren Beruf notwendig ist, damit der Mensch seinen Platz ausfülle? Diese Fragen erscheinen einem als kindlich, wenn man die tieferen Grundlagen kennenlernt, von denen aus erzogen werden muss. Wie der einzelne Mensch zusammenhängt mit der ganzen Menschheitsentwicklung, das sieht allerdings die äußere Wissenschaft nicht ein, aber eine geistig begriffene Entwicklungsgeschichte der Menschheit sieht das ein. Beachten wir folgendes Gesetz, das ebenso ein Gesetz ist wie die naturwissenschaftlichen Gesetze, das aber nicht begriffen wird durch die naturwissenschaftlichen Methoden der Gegenwart. Wenn wir zurückgehen, ich kann es nur erzählen, in meinen Schriften finden Sie diese Dinge alle aus dem Fundament heraus entwickelt. In uralte Zeiten der Menschheit, so finden wir, dass da der Mensch entwicklungsfähig blieb bis ins hohe Alter hinauf so entwicklungsfähig, wie wir nur sind noch während unserer ersten Kindheit. Gehen wir zurück in menschliche Urzeiten, so finden wir, dass die Menschen sich sagen, wenn ich 35 Jahre, ja in noch älteren Zeiten, wenn ich 42 Jahre alt sein werde, so werde ich gewisse mit meiner Lebensentwicklung zusammengehörige Entwicklungsmomente durchmachen, die mich zu einem anderen Menschen machen. Wie man mit dem Zahnwechsel etwas an die Leibesentwicklung gebundenes durchmacht, was einen zu einem anderen Menschen macht, wie man mit der Geschlechtsreife etwas an die Leibesentwicklung gebundenes durchmacht, was einen zu einem anderen Menschen macht, so machte man in alten Zeiten bis in viel höhere Lebensalter hinein solche Dinge durch. Dies hat sich verloren im Laufe der Menschheitsentwicklung. Wir können heute nicht in demselben Maße, wie das in menschlichen Urzeiten der Fall war, in der Kindheit hinsehen zum alten Menschen und sagen, ich freue mich, so alt werden zu können einmal, denn dieser Mensch hat etwas erlebt, was mir durch meine Lebensentwicklung noch nicht möglich ist. Darin besteht der Fortgang in der Menschheitsentwicklung, dass wir in immer weniger alte Lebensepochen eine körperliche Entwicklung hineintragen. Wer eine Beobachtungsmöglichkeit für solche Dinge hat, der weiß, dass zum Beispiel noch in der Griechenzeit der Mensch bis in die 30er Jahre deutlich wahrgenommen hat, wie wir heute in der Jugend wahrnehmen, was nicht mit dem äußerlich Leiblichen zusammenhängt. Heute nimmt das der Mensch wahr höchstens bis zum 27. Jahre hin. Und in der Zukunft wird dieser Zeitpunkt noch weiter hinuntergehen. Das ist der Sinn der menschlichen Entwicklung, dass bis zu immer jüngeren Lebensaltern die naturgemäße, die elementarische Entwicklung dem Menschen verblieb. Das ist ein fundamentales Gesetz und mit diesem fundamentalen Gesetz hängt unsere Kulturentwicklung zusammen, dass in einem bestimmten Alter Lesen und Schreiben auftritt, während es in Urzeiten nicht da war. Das hängt mit diesem auf immer jüngere natürliche Entwicklungsstufen angewiesenen Menschentum zusammen. Wer dann weiter durchschaut, solche nur aus umfassenden Erkenntnissen heraus zu gewinnenden Anhaltspunkte für die menschliche Kulturentwicklung, der wird wissen, wo die Sehnsucht eines Theodor Vogt, eines Rhein, eines salwürg befriedigt werden kann. Die heutige naturwissenschaftlich orientierte Wissenschaft hat ja gar nicht die Möglichkeit, so etwas kennenzulernen wie dieses seiner natürlichen Entwicklung nach fortwährend auf jüngere Altersstufen herabgedrückte Menschenleben. Sie hat daher auch gar nicht die Möglichkeit, eine wirklich vergleichende Geschichtswissenschaft aufzuschreiben, die einen Anhaltspunkt geben könnte zu erkennen, wie der Mensch hineingestellt ist in die Kulturentwicklung. Wer aber dieses weiter durchschaut, weiß, dass der Mensch, so wie er geboren wird, ohne dies auftritt mit Anlagen, die gerade in sein Zeitalter hineinpassen, dass er ein Glied ist dieser umfassenden Menschheitsentwicklung. Entwickelt man das im Menschen, was er ohne dies, weil er ein Glied der Menschheitsentwicklung ist, als Anlage hat, dann entwickelt man auch in formaler Beziehung das, was in ihm entwickelt werden soll erkennt man die wirklichkeit dann wird einem viel von dem womit man heute solch einen aufwand treibt ob man die dinge so oder so machen soll zu einer abstrakten phaselei dieses entweder oder löst sich auf für ein wahres wirkliches erkennen in ein sowohl als auch das sehen sie möchte man einmal aus einer lehrerschaft machen um in einem punkte etwas zu schaffen für die zukunft dass die lehre richtig den menschen erkennen und den zusammenhang des menschen gerade mit der gegenwartskultur und dass von diesem wissen und von diesem empfinden der wille mit dem kind zusammenzuarbeiten angefeuert werde dann entstehen wirkliche erziehungskünstler denn das erziehen ist niemals eine wissenschaft sondern eine kunst man muss aufgehen darin und kann nur das, was man wissen kann, als Grundlage für die Erziehungskunst zu Hilfe nehmen. Man soll aber nicht allzu sehr davon faseln, dass man dann ganz besonders spezifische Anlagen zum Lehrer haben muss. Die sind mehr verbreiteter, als man denkt, sie werden nur in der Gegenwart nicht entwickelt. Man braucht die Kräfte nur herauszuholen aus dem Lehre in der richtigen Weise durch eine starke Geisteswissenschaft. Dann wird man finden, dass in der Tat Daseinige viel verbreiteter ist, was Erziehungsbegabung ist, als man denkt. Sehen Sie, damit hängt dann etwas anderes zusammen. Es ist zwar theoretisch oftmals heute gewarnt worden vor einem allzu sehr abstrakt gestalten des Unterrichts, aber instinktiv macht man dieses abstrakt gestalten noch immer. Und derjenige, der diese Dinge durchschaut, wird bei den Reformplänen und Reformideen, die gegenwärtig so durch die Luft schwirren, die Besorgung empfinden, die Abstrahierung des Unterrichts werde durch diese Reformpläne, die ja allerlei schöne Punkte enthalten, noch viel schlimmer, als sie jetzt ist. Wenn man richtig studiert die Entwicklungsepochen, erstens die große Entwicklungsepoche bis zum Zahnwechsel, bis zur Geschlechtsreife und über diese hinaus, dann die kleine bis zur Entwicklung des Ich-Gefühls, bis zur Entwicklung des Sinnes für die vom Menschen abgesonderte äußere Natur. Wenn man diese Epochen richtig studiert, aber sich so studiert, dass man sie nicht banal definiert, sondern sie in künstlerisch intuitiver Anschauung vor sich hat, dann wird man erst einsehen, wie viel in dem werdenden Menschen dadurch gesündigt wird, dass man die intellektuelle Erziehung in falsche Bahnen lenkt. Wenn man immer betont, der Mensch muss als ein einheitliches Wesen erzogen werden, so ist das richtig. Aber der Mensch kann als ein einheitliches Wesen nur erzogen werden, wenn man seine Glieder, auch die Seelisch-Geistigen, kennt und sie auf die Einheit hinzuordnen versteht. Man wird niemals den Menschen als Einheit erziehen, wenn man chaotisch durcheinander wirken lässt im Erziehen, Denken, Fühlen und Wollen, sondern nur dann, wenn man intuitiv weiß, welches der Charakter des Denkens, des Fühlens und des Wollens ist und diese drei Kräfte des Menschen seelisch geistig in der richtigen Weise ineinander wirken lässt. Die Leute sind sehr geneigt, wenn sie so etwas besprechen, gleich immer in Extreme zu verfallen. Wenn einer einsieht, das Intellektuelle ist zu stark in den Vordergrund getreten, man hat die Leute zu stark intellektualisiert, dann ist er gleich Feuer und Flamme, dieses Element auszumerzen und zu sagen, es kommt vorzugsweise auf die Willens- und Gemütserziehung an. Nein, es kommt darauf an, alle drei Elemente, Intellekt, Gemüt und Wille, im Menschen in der richtigen Weise zu erziehen, dass man sich in die Lage zu versetzen versteht, diese drei Lebenselemente in der richtigen Weise zusammenwirken zu lassen. Erzieht man das intellektuelle Element richtig, dann muss man etwas dem Menschen geben, gerade in der Volksschulzeit, was mit ihm wachsen kann, im Ganzen sich entwickeln kann. Verstehen Sie mich gerade in diesem Punkt recht, sehr geehrte Anwesende. Es ist ein wichtiger Punkt. Denken Sie, Sie entwickeln in dem Kinde bis zum 14. Jahre jene Begriffe, die Sie fein definiert haben, von denen es weiß, wie es diese Begriffe zu denken hat dann haben sie ihm gerade durch jene bessere Definition, die sie ihm nach ihrer Meinung gegeben haben, oftmals Begriffe gegeben, die sehr starr sind, die nicht mitwachsen mit dem Menschen. Der Mensch muss wachsen vom 14. bis 20. Jahr, vom 20. bis 25. Jahr und so weiter. Und indem er wächst, müssen seine Begriffe mitwachsen. Sie müssen sich mitentwickeln können. Definieren Sie sie zu stark in scharfen Konturen, so wächst zwar der Mensch, aber seine Begriffe wachsen nicht mit. Sie leiten dann seine intellektuelle Entwicklung in ganz falsche Bahnen. Er kann dann im Kulturleben nichts anderes tun, als an die Begriffe sich zu erinnern, die Sie ihm mit Mühe beigebracht haben. Aber das sollte er nicht, sondern diese Begriffe sollten mit seiner eigenen Entwicklung gewachsen sein, so er das, was ihm im 12. Jahre beigebracht worden ist, im 35. Jahre so verschieden hat von der Art, wie es ihm im 12. Jahre beigebracht wurde, wie sein äußerer leiblicher Mensch verschieden ist im 35. Jahr von dem, was er im 12. Jahr war. Das heißt, bei der intellektuellen Entwicklung müssen wir dem Menschen nicht etwas konstruiert Totes sondern etwas Lebendiges beibringen, etwas, was Leben in sich trägt, was sich verändert. Wir werden also möglichst wenig definieren dürfen. Wir werden, wenn wir Begriffe in das Kind hineinbilden, charakterisieren und namentlich von vielen Gesichtspunkten aus. Wir werden nicht sagen müssen, was ist ein Löwe, ein Löwe ist also so und so weiter, sondern wir werden von den verschiedenen Gesichtspunkten aus den Löwen charakterisieren lassen, werden lebendige, bewegliche Begriffe ausbilden, die werden dann mit dem Kinde mitleben. In dieser Beziehung wird viel gesündigt im Erziehen und Unterrichten in der Gegenwart. Der Mensch muss leben durch sein irdisches Dasein hindurch. Und die Begriffe, die wir oftmals in ihm heranerziehen erziehen und heran unterrichten, die sterben und sind als seelische Leichname in ihm. Die können nicht leben. Mit den groben Begriffen, die die heutige Pädagogik ausbildet, kommen wir aber diesen Dingen nicht bei. Da muss ein ganz anderer geistiger Impuls diese Pädagogik durchziehen. Das ist etwas, was in der Waldorfschule angestrebt wird. Daher versuchen wir, die Pädagogik auf eine neue Grundlage zu stellen, in der wir solche Dinge psychologisch berücksichtigen. Wir sind vollständig davon überzeugt, dass aus alten Grundlagen heraus die Menschenkunde nicht entspringen kann. Daher sind es auch keine Grundlagen für die Pädagogik, die doch auf Psychologie aufgebaut sein soll. Aber diese Psychologie des werdenden Menschen kann nicht mit den Methoden, die heute die Landläufigen sind, ausgebildet werden. Sehen Sie, wenn man solche Dinge wirklich richtig zu betrachten in der Lage ist, dann wird auch Licht geworfen auf manche Unterbegriffe, die heute für sehr wichtig gehalten werden, die sich von selbst lösen, wenn man die Hauptbegriffe hat. Was wird heute zum Beispiel für Unfug getrieben mit der Einordnung des Spiels in den Unterricht, in die Kindererziehung? Bei dieser Einordnung des Spiels wird sehr häufig das Allerwichtigste nicht berücksichtigt. Wenn das Spiel streng geregelt wird und das Kind muss sein Spiel in einer bestimmten Richtung verlaufen lassen, ist es kein Spiel. Das Wesen des Spieles besteht darin, dass es frei ist. Wenn Sie aber das Spiel wirklich zum Spiel machen, wie es nötig ist für den Unterricht und für die Erziehung, dann werden Sie auch nicht mehr in die alberne Redensart fallen, dass auch der Unterricht ein bloßes Spiel sein soll. Dann werden Sie vielmehr in dem Rhythmus das Wesentliche suchen, der in das Leben des Kindes hineingebracht wird, indem Sie abwechseln lassen Spiel und Arbeit. Die Gemütserziehung, die Gefühlserziehung, die ist solcher Art, dass bei ihrer besonders auf die Eigenart des Kindes Rücksicht genommen werden muss. Wir müssen fähig sein als Lehrer, den Unterricht so zu gestalten, dass das Kind nicht ein intellektuelles Bloß sich erarbeitet im Unterricht, sondern dass das Kind ästhetisch den Unterricht genießt. Das können wir nicht, indem wir die Begriffe für seine Intellektualität ausbilden. Das können wir nur, wenn wir uns als Lehrer zu seinem Gefühlsleben in ein solches Wechselverhältnis bringen, dass wir tatsächlich immer beim Kinde durch das, was wir für seine Erwartung der Sache uns erarbeiten, die wir dann erfüllen, durch das, was wir an Hoffnungen erregen, die eintreten im Kleinen und Großen, dass wir dadurch immer jenes Entgegenkommen beim Kinde zuerst entwickeln, das im ästhetischen Auffassen der Umwelt eine Rolle spielen muss. Sie können dem ästhetischen Bedürfnis des Kindes entgegenkommen, indem sie sich zu seiner Gefühlswelt in die richtige Beziehung bringen, indem sie nicht banausisch und oftmals banal, wie es in der Gegenwart geschieht, anpreisen, man soll Anschauungsunterricht treiben. Sieh, da hast du eine Maus, die Maus rennt. War nicht einmal die Maus schon in einem Raum bei deinen Eltern? Hast du nicht schon einmal ein Mauseloch gesehen? Nicht in dieser radikalen Geschmackslosigkeit, aber doch ähnlich werden heute vielfach Anleitungen zum Anschauungsunterricht gegeben. Man hat keine Ahnung, wie sehr man sündigt gegen den guten Geschmack, das heißt gegen das ästhetische Erleben beim Kinde, indem man viel von dem gibt, was heute Anschauungsunterricht genannt wird. Gerade in dieser Beziehung muss dadurch, dass das Interesse des Kindes auf große, umfassende Anschauungen gelenkt wird, der Geschmack in ihm entwickelt werden. Denn Geschmack muss herrschen im Unterrichtsleben, im Erziehungswesen, für die richtige Entfaltung gerade des Gemütes, des Gefühls. Dann wird man schon auch einen gewissen Instinkt für die erziehungswichtigen Tatsachen bekommen. Der Intellekt ist das Geistigste zunächst in uns, wenn wir ihn aber einseitig entwickeln, Gefühl und Wille nicht mit ihm, dann entwickeln wir immer den Hang materialistisch zu denken. Während in uns selbst der Intellekt das Geistigste ist während des physischen Erdenlebens, hat dieser Intellekt in uns den Drang nach dem Materialismus hin. Wir dürfen namentlich nicht glauben, dass wenn wir den Intellekt entwickeln, wir auch das Geistige im Menschen entwickeln. So paradox das klingt, so ist es doch wahr. Wir entwickeln nur im Menschen die Anlage, das Materielle zu begreifen, dadurch, dass wir seinen Intellekt entwickeln. Erst dadurch, dass wir geschmackvoll in ästhetischer Weise sein Gemüt, sein Gefühlsleben entwickeln, Erst dadurch weisen wir den Intellekt des Menschen auf das Seelische hin. Und erst dadurch, dass wir Willenserziehung treiben, selbst wenn diese Willenserziehung getrieben wird an äußerer Handfertigkeit, legen wir in den Menschen die Grundlage zum hinordnen des Intellekts nach dem Geiste. Wenn so wenige Menschen heute den Drang haben, den Intellekt nach dem Geiste hinzulenken, so beruht das darauf, dass der Wille so falsch erzogen wurde während der Kinderjahre. Wodurch lernen wir aber als Lehrer den Willen in der richtigen Weise zu erziehen? Ich habe schon letzthin darauf aufmerksam gemacht. Wir lernen es dadurch, dass wir das Kind vor allen Dingen sich betätigen lassen in der Kunst. Dass wir möglichst früh Musik, Zeinerisches, Malerisches nicht nur anhören und anschauen lassen, das Kind, sondern soweit es möglich ist, mittun lassen. Neben dem bloßen Lese- und Schreibeunterricht, ja, schon Lese- und Schreibeunterricht müssen aus dem Künstlerischen, das Schreiben aus dem Zeinerischen und dergleichen sich herausentwickeln. Neben all dem muss dann die Pflege des einfach elementaren künstlerischen womöglich früh in der Erziehung auftreten, sonst bekommen wir Willensschwache Menschen. Dazu kann dann kommen die Hinlenkung des jugendlichen Menschen auf dasjenige, was er arbeiten muss im späteren Lebensalter. Sie sehen, dass man gerade im heutigen Zeitalter die Notwendigkeit hat, zu einer neuen Menschenkunde zu kommen damit diese die Grundlage sein kann für eine neue Erziehungskunst, so gut so etwas möglich ist zu leisten innerhalb all der Hemmungen, die es heute gibt. Weil man eben diese Dinge nicht einsieht, durch die die heutige Wissenschaft gemacht ist, soll durch die Waldorfschule etwas geschaffen werden, was nach dieser Richtung hingeht. Es ist dringend notwendig, dass man sich durch vieles, was heute gesagt wird, nicht täuschen lässt. Ich habe vor acht Tagen hier die Bedeutung der Phrase für das gegenwärtige Geistesleben ein wenig zu charakterisieren versucht. Diese Phrase spielt hinein insbesondere auch in unsere Erziehungsreformpläne. Das tut man sich zugute, wenn man immer wieder und wiederum, man glaubt damit sehr pädagogisch zu sein, die Menschen ermahnt, man solle nicht Berufsmechanismen, sondern Menschen erziehen. Ja, da müsste derjenige, der den Satz ausspricht, erst wissen, was ein wahrer Mensch ist, sonst hat der Satz in seinem Munde und aus seinem Munde nur die Bedeutung einer Phrase. Und gar, wenn nun heute oftmals gefragt wird, wozu soll man die Kinder erziehen, dann wird geantwortet, zu brauchbaren und glücklichen Menschen. Damit meint derjenige, der das sagt, einen solchen Menschen wie er, ihn brauchen kann, der so glücklich ist, wie er sich das Glück seiner Art vorstellt. Es handelt sich doch darum, dass man zuerst die Grundlage legt, diejenige Grundlage, die uns den wirklichen Menschen erst kennenlernt. Der kann sich uns nicht ergeben aus den alten Vorbedingungen unserer Weltbetrachtungen heraus, der kann sich nur ergeben aus neuen Vorbedingungen einer Weltenbetrachtung heraus. Und eine neue Erziehungskunst wird sich nicht entwickeln, wenn man nicht den Mut hat, zu einer ganz neuen wissenschaftlichen Orientierung zu kommen. Dem begegnet man heute am allermeisten. Die Menschen möchten alles Mögliche, aber sie möchten nicht dasinnige, was die Voraussetzung ist, um zu einer neuen Orientierung in der Welterkenntnis überhaupt zu kommen. Diese neue Orientierung suchen wir nun gerade durch unsere anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft seit Jahrzehnten. Wenn viele Menschen sich von ihr fernhalten, so geschieht das, weil sie es zu unbequem finden oder weil sie nicht den Mut haben dazu. Aber das, was man brauchen wird für eine wirkliche Erziehungskunst, das wird nur hervorgehen können aus einer richtig fundierten geistigen Weltanschauung heraus. Denken Sie nur einmal, was es für eine bedeutungsvolle Sache ist, was der Lehrer dem werdenden Kinde gegenüber eigentlich darstellt. Wir Menschen hier auf dieser Erde müssen ja im Grunde genommen, wenn wir nicht starr werden wollen in irgendeiner unserer Lebensepochen, immerfort vom Leben lernen. Aber das muss man erst lernen, vom Leben zu lernen. Und in der Schule muss das Kind lernen, vom Leben zu lernen so, dass es nicht aufhört, wegen seiner toten Begriffe und dergleichen im späteren Dasein vom Leben zu lernen, dass es nicht starr wird. Das ist das Sinnige, was an den heutigen Menschen nagt, dass ihnen die Schule zu wenig gegeben hat. Wer unsere sozialen Missstände durchschaut, der weiß, dass sie mit dem eben gekennzeichneten vielfach zusammenhängen. Die Menschen stehen ohne jenen inneren Halt im Leben, der nur daraus resultiert, dass in der richtigen Zeit die Schule das Richtige geben kann. Das Leben wird uns förmlich verschlossen, wenn uns nicht die Schule die Kraft gibt, es uns zu erschließen. Das kann aber nur sein jemals, wenn in den Volksschulenjahren der Lehrer dem Kinde die Repräsentation des Lebens selbst ist. Das ist ja das Eigentümliche des jugendlichen Alters, dass der Abgrund noch vorhanden ist zwischen dem Menschen und dem Leben. Man muss diesen Abgrund erst überbrücken. Die jugendlichen Sinne, der jugendliche Intellekt, das jugendliche Gemüt, der jugendliche Wille, sie sind noch nicht so gestaltet, dass der Mensch in der rechten Weise vom Leben berührt werden kann. Er wird als Kind vom Leben durch das Medium des Lehrers berührt. Der Lehrer steht vor dem Kinde so wie später das Leben. In ihm muss sich das Leben konzentrieren. Der Lehrer muss daher durchdrungen sein vom allerintensivsten Interesse des Lebens. Der Lehrer muss selbst das Leben seines Zeitalters in sich tragen. Davon muss er ein Bewusstsein haben. Von diesem Bewusstsein wird ausstrahlen können das, was er im lebendigen Erziehen und Unterricht und Verkehr an seine Schüler übertragen muss. Dass so etwas beginne, dass nicht mehr der Lehrer kümmerlich sich in seiner Schulsphäre eingeengt fühlen muss, sondern sich getragen fühlt von der ganzen weiten Kultur der Gegenwart und wie sie in der Zukunft spielt, dass gerade der Lehrer das weiteste Interesse hat, das ist etwas, was wird eintreten müssen. So gut das heute mit Menschen, die aus ihren bisherigen Lebensverhältnissen die notwendige Vorbedingungen mitbringen, gemacht werden kann, so gut soll es unter den heutigen Verhältnissen und trotz der heutigen Hemmnisse in der Schule versucht werden. Es soll nicht gearbeitet werden aus irgendeinem einseitigen Interesse heraus, aus einseitiger Vorliebe für dieses oder jenes. Es soll gearbeitet werden aus dem, was mit gewaltiger Sprache als das für die Gegenwart und die Menschenzukunft notwendige in den Entwicklungsimpulsen der Menschheit selbst zu einem spricht. Was man ablesen kann am Entwicklungsgang der Menschheit als notwendig für unsere Zeit, das soll als unterrichtende und erzieherische Kräfte hindurchspielen durch diese neue Gründung der Waldorfschule.